Hey, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Ra... Wow, what the fuck? Was war das denn gerade? Hallo? Dieses Spiel hat wirklich keinen Grund zu laggen. Ich denke, das wird sich innerhalb der nächsten 2 Minuten wieder fangen. Willkommen zurück zu Gothic 2. Wir haben heute eine kleine Premiere. Oh Gott. Ich muss erst mal kurz fliehen, ja? Vielleicht habt ihr dafür Verständnis. Einen Augenblick, bitte. Hallo, Kater. Wir haben heute eine kleine Premiere. Es ist 11 Uhr morgens. Ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben schon vormittags aufgenommen habe. Naja, hallo. Ja, ich muss nicht zu einer bestimmten Universitätsvorlesung, zu der ich, also die ich jetzt normalerweise hätte. Und deswegen dachte ich mir, oh, ich bin jetzt aber schon zu der aufgestanden. Dann kannst du doch... Moment mal. Die paar AP, die ich da jetzt verloren habe, die sind relevant. Dann dachte ich mir, okay, dann bist du in 2 Stunden zur nächsten Vorlesung fährst, kannst du doch auch einfach die 2 Stunden mal anders nutzen als sonst. Statt mal nicht fürs Lernen. Was ich sowieso jetzt nicht gemacht hätte. Sondern für Gothic. Tja, da hinten ist eine Höhle, die würde ich mir sehr gern angucken wollen. Das Problem ist nur... Ist nicht. Da hinten bin ich mal hingegangen, offscreen. Da waren nur 2 Riesenratten und noch so ein Varan. Die Riesenratten habe ich natürlich geschlachtet. Ansonsten lagen da aber wirklich nur Kräuter. Also da war nicht wirklich viel los. Ob hinter dem Varan noch was ist, weiß ich natürlich nicht. Ich kann es euch einfach doch mal eben zeigen. Also hier oben drauf ist wirklich rein gar nichts. Und da liegt halt oder steht halt der Varan. Oder 2 sogar, aber ich sehe... Oh, ein Feldknöderich. Aber ich sehe da ansonsten nicht irgendwie noch irgendwas rumliegen, also... Oh Gott. Jetzt habe ich mir schon wieder Scheiße eingebrockt. Oh Gott, das ist halt... Wie äußerst unpraktisch. Na, ich werde mal versuchen. Vielleicht kann ich den jetzt zu Saturas locken. Oh Gott. Folgt er mir noch? Ja. Ich muss mich auf den Sound konzentrieren. Jetzt will er weggehen. Das lasse ich aber nicht zu. Ich will, dass Saturas den killt. Dann bekomme ich zwar keine EP für den, aber das ist halb so wild. Ich kriege die eh niemals tot, deswegen die EP für den werde ich eh nicht kriegen. Aber ich kann ihn dann mal ausnehmen. Und so ein Varanfell und was auch immer man da... Na gut, Fell wahrscheinlich nicht. Aber was auch immer man von den Varanen bekommt, das lässt sich bestimmt gut verkaufen. Saturas, bitte hilf mir. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, genau. So, das war's mit dir, Mistvieh. Krallen. Nur Krallen, nicht mal irgendwie Varan krallen. Ja, das ist ja dann doch sehr nüchtern. Dafür habe ich jetzt eine halbe HP-Leiste weggegeben. Na gut, wenigstens ist der tot. Und ich könnte mich da hinten... Nee, ich kann mich da immer noch nicht umschauen, weil da waren ja 2 Varane. Und den zweiten jetzt auch noch hierher zu locken, darauf habe ich jetzt nicht so die Lust. Aber beim zweiten könnte ich natürlich mal probieren, ihn zu killen. Vielleicht schaffe ich einen Varan ja auch. Ich glaube es zwar nicht, aber ich könnte es probieren. Guck mal, ich habe doch neue Tränke gekauft. Da kann ich mich doch erstmal heilen. Fleisch habe ich auch gebraten. Wie wunderbar. Ich habe sogar noch 2 ungebratene. Wo kommen die denn her? Keine Ahnung. Was habe ich für eine WhatsApp-Nachricht? Ja, okay. Super. Aber das Handy soll ja jetzt nicht hier Priorität sein. Ich bin Gothic mit euch. Gothic 2. Ich habe langsam wieder... Ich habe mich wieder ein bisschen reingelebt. Ich glaube, die Entscheidung war gut, mal eine etwas längere Pause zu machen. Gerade weil ich Gothic 2 ja damals direkt nach Teil 1 angefangen hatte. Also ich glaube nicht, dass die Pause jetzt eine schlechte Entscheidung war.
Zumal ich dadurch jetzt irgendwie wieder den Anreiz hatte, mich auch mal wieder ein bisschen umzusehen. Und dadurch habe ich ja jetzt hier diese Orte gefunden, an denen ich was machen kann. Obwohl ich hier nicht hin muss, theoretisch. Aber da hinten scheint ja wirklich gar nichts zu sein. Also ich speichere nochmal und versuche diesen Varan jetzt mal, aber das scheint ja wirklich für nichts als EP dann gut zu sein. Das war ein Angriff? Naja, dann schaffe ich das. Ja, das ist quasi die Taktik, bei dem habe ich echt das Gefühl, oder im ganzen Spiel sogar. Oh fuck, jetzt habe ich natürlich verkackt. Ich habe sowieso schon verkackt, weil ich die Taktik nicht von Anfang an angewandt habe. Oh scheiße. Ja, aber Moment, wenn ich das so mache, kriege ich den vielleicht platt. Nur ich muss mich vielleicht so hinstellen, dass ich nicht nach 5 Schritten schon... an der Wand bin. Oh fuck. Ja, manchmal funktioniert es eben nicht, weil ich noch am Schlagen bin. Nur jetzt hat es ja wirklich gar nicht hingehauen. Ja, toll. Super. Mann, das muss doch funktionieren. Wenn er nicht immer nach dem Schlag noch so ewig lange so das Schwert halten würde, weil in der Zeit kann ich nicht zurückhüpfen. Aber das Schlagfeedback ist übrigens echt scheiße. Er macht bla und ich habe mein halbes Leben weg. Wofür habe ich den Schaden jetzt bekommen? Wirklich, ich habe nicht ein einziges Mal habe ich jetzt wirklich gesehen, dass er mich getroffen hat. Muss ich ja an der Stelle mal zu meiner Verteidigung sagen. Oh fuck. Aber das gebe ich noch nicht auf. Einen will ich gerne einfach mal erlegt haben. Einmal muss es ja funktionieren. Ich habe die Taktik ungefähr raus, wie man gegen ihn kämpfen muss. Jetzt muss ich es nur noch anwenden. Also perfektionieren. Ja, geil. Komm schon. Nein! Jetzt fängt es wieder so an. Oh. Hier ist ein Stein, kann man jetzt gerade nichts zu holen. Ja, 120 Erfahrungspunkte ist echt wenig für so ein Vieh jetzt gerade, muss ich ja mal gestehen. Aber gut. Kann man nichts machen. Das ist erledigt, dann kann ich mal gucken, ob da hinten was ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass es dem nicht so sein wird. Gut, bevor wir dann uns jetzt woanders wieder umschauen und vielleicht doch nochmal probieren, Lucia zu holen. Ich wollte gerade zu killen sagen. Nein, die Banditen bei Lucia zu killen. Will ich noch zwei Sachen ausprobieren. Erstmal natürlich gucken, ob hier was ist, aber wie ich schon befürchtet oder erwartet habe, ist hier rein gar nichts. Also wirklich nicht eine Sache. Die standen hier wirklich einfach nur rum, um ja, Jagdfutter zu sein quasi. Soll mich jetzt auch nicht stören. So, und die zweite Sache, die ich gerne ausprobieren wollen würde. Lol. Wie echt an jeder Ecke noch was ist, wo man noch nicht geguckt hat. Normalerweise. Sogar noch ein Weidenbogen. Den kann ich zwar immer noch nicht ausrüsten, wenn mich nicht alles täuscht, aber es ist ein Weidenbogen. Und ich müsste mal wieder eine Innersstatue finden, weil der Tag ist ja noch neu. Der Tag ist noch jung. So. Jetzt möchte ich mal gucken,
Ich kann ja hier jeweils zu den anderen Seiten auch nach unten gehen. Kann ich denn auch nach hinten nach unten gehen? Ja. Oh, eine Steintafel. Oh Gott, ich muss gleich niesen, das ist nicht gut. Ich werde jetzt mal probieren, das nicht zu tun. Aber erstmal, hier sehe ich noch ganz viel... Ich wollte gerade sagen... Oh, da ist ein Schattenläufer. Und auf Goblins habe ich jetzt gar keine Lust. Ey, nee. Aber gegen die war doch wirklich einfach nur Windmühle und fertig, ne? Ja. Die Gegner liebe ich, ja. Die lassen einen schweren Ast fallen. Und wenn man sie dann lootet, haben sie da noch einen schweren Ast drin. So, ich glaube, mit dem Schattenläufer brauche ich mich wirklich nicht anlegen. Aber der bringt halt gut Loot. Wenn man ihn gekillt kriegt, natürlich. Aber ich speichere jetzt nochmal, renne da jetzt einfach mal mit gezogener Waffe hin. Aber der wird mich sowas von one-hitten, das weiß ich. Hi. Okay, two-hitten immerhin. Ja. Okay, bei dem funktioniert diese Taktik auch nicht so zu 100%. Okay, dann... Lassen wir das bleiben. Jetzt wollte ich mich aber eigentlich hinten umsehen. Oha, was ist das? Oh, nee, ey, die mochte ich ja gar nicht in Teil 1. Aber gut zu wissen, dass es die auch wieder gibt. So, weil ich mich nicht mit denen anlegen will, will ich jetzt einfach nur mal schnell gucken gehen, was... Okay. Ich kann auch nicht gucken gehen, was es da so gibt. Gut, dann ist die Entscheidung, glaube ich, gefallen. Wir werden dort lang gehen. Deswegen auch genau hier nochmal der Quicksave. Einmal werde ich allerdings noch, einmal wird unser namenloser Held hier noch sterben gehen. Weil mich eine Sache gerade noch zu brennend interessiert. Und das ist, was in dieser Höhle ist. Dafür muss ich natürlich an den Varanen vorbei, die ich natürlich nicht gekillt kriegen werde. Deswegen, oh fuck, muss ich dran vorbeilaufen. Goblins. Schon wieder eine Schwarzgoblin-Höhle. Sieht ganz danach aus. Minecrawler. Okay. Damit habe ich jetzt, glaube ich, als letztes gerechnet. Minecrawler hier. Lol. Okay, da kann ich mich definitiv nicht vollständig umschauen. Die Höhle ist größer, als ich gedacht habe. Nicht nur so eine kleine, kurze Loot-Höhle. Merken wir uns. Da gibt es noch was zu holen. Allerdings muss ich dafür noch ein ganzes bisschen stärker sein. Also da brauche ich jetzt gerade wirklich nicht hin. Na, danke. Zweiten Scavenger wieder auch noch. Ich weiß auch, wo ich hier bin. Den Ort hatten wir vorhin schon gesehen. Also in einem der letzten Parts. Ja. Okay. Super. Bisschen Kraut pflücken. Aber da hatte ich eigentlich gesagt, da will ich noch nicht lang gehen, weil es da zu diesem komischen Riesenvieh auf der Karte geht, oder nicht? Und eigentlich wollte ich ja mal wieder in die Stadt zurück. Und auch nochmal wieder in die Piratenbucht. Aber... Tja. Sieht wohl so aus, als gäbe es noch zu viel zu erkunden. Ich muss aber auch auf die Uhr achten, dass ich dann nicht die nächste Vorlesung verpasse. Dass ich also schön nochmal losfahre, die richtige Zeit. So. Ich danke für euer Pilzgut. Da bin ich aus Versehen auf die Mute-Taste von meinem Mikrofon gekommen, aber ich glaube, man sollte mich wieder hören, oder? Moment, leuchtet mein Mikrofon. Muss ich mal schnell gucken. Okay, alles super. Man sollte mich hören. Gut. Ja, hier geht es jetzt eigentlich zu einem Ort, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass ich nicht hin sollte, weil ganz große Gefahr. Was heilt der Blauflieder eigentlich? War das Magie oder was war das? Blau, blau, blau. Hier. Lebensenergie und Mana tatsächlich.
Ich habe doch hier, genau, hiervon habe ich noch ganz viel. Die sollte ich vielleicht dann öfter mal essen zum Heilen, genau wie die Dunkelpilze, aber die halt nur 5. Boah. Okay. So, jetzt bin ich quasi oberhalb dieser Feuersalamander und Bienen. Und ich will mich auch im Fernkampf nicht mit ihnen anlegen. Aber danke für das Angebot. Oh, sorry. Aber nein, danke für das Angebot, muss ich sagen. Oh, nee. Ach, die folgen mir. Oder doch nicht mehr. Moment mal, bin ich hier in dem Wald, in dem ich denke, dass ich da bin? Nee, bin ich nicht. Solange es nur der Scavenger ist, ist okay. Solange du mir keinen Varanen mitbringst. Da hinten ist eine Brücke. Nochmal speichern. Ich muss hier echt immer speichern, weil hier könnte um jede Ecke plötzlich ein Varan oder sowas stehen, wie man gesehen hat. Oder wir hatten es ja auch schon, dass aus einem Busch dann plötzlich mal so drei Goblin-Skelette herausgehüpft kamen. Was jetzt auch nicht unbedingt meinem Interesse entspricht. Meinem Interesse der Freizeitbeschäftigung, sagen wir mal. Das ist dieser große See, den wir gesehen hatten. Haha, gesehen. Den See. Ah, und da leuchtet schon wieder so ein Ding. Aber Moment, das war doch so ein Gegner, der mich einfach übelst fertig macht, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht, der hat mich nicht angegriffen. Warum greife ich es überhaupt an? Aua. Ja, aber der macht mir nicht viel Schaden. Wo ist er hin? Ich mache einfach mal weiter. Boah, ich kann die Entfernung nicht einschätzen bei dem Vieh. Da ist nichts. Da ist nichts zu holen. Ja gut, Hauptsache Erfahrungspunkte und eine Steintafel. Apropos, können wir die Steintafel denn wieder lesen? Ja, das ist noch weiter unten. Wir hatten ja noch 2 gefunden. Steintafel der Lebensenergie 2, sehr gern. Und was war das noch? Der Magie 1. Okay. Vielen Dank. Das sind so Dinge, die... Naja, die nehme ich dann auch gern an. So, welcher See ist das jetzt? Das ist der große See, also wirklich quasi der vor dem großen Monster. Da ist ein Lurker. Moment, Lurker? Lurker schaffe ich doch. Solange es nur einer ist. Und ich meine Taktik hinkriege. Oh, Scheiße. Konzentration, Julian. Ich will mich schon wieder heilen. Gibt's hier auch irgendwie Kräuter, die ein bisschen mehr heilen? Hier, halb. Nee, der daneben. 20 Heilkraut. Ja, ein paar esse ich davon gern, dann war so, bis ich auf 20 runter bin, den Rest sollte ich dann doch lieber aufheben. Na gut, obwohl, jetzt kann ich schon mal hier weitermachen. Und Pilze. Super. Oh Mann. Ich stelle mich echt zu dumm für jeden Kampf an. Also ich kapiere jetzt langsam so ein paar Techniken, Taktiken des Kampfsystems. Ne, besonders mit dem Zurückspringen. Ich glaube, das... Oh, das habe ich gebraucht. Oh, eine Spruchrolle. Oh, ein Feldknöterich. Beten. Danke für Stärke +1.
Da gebe ich das Gold auch wirklich gern für hin. Also das mit dem Zurückspringen, das wollte ich gerade sagen, das ist halt wirklich verdammt relevant und macht einiges in dem... Oh! In dem Kampfsystem wirklich sehr angenehm. Und einfacher vor allem. Das wollte ich damit sagen. Warum leuchtet das hier so? Ist auf jeden Fall nichts zum Aufheben. Aber schön, dass hier noch so eine Statue ist. Ich frage mich, ob das täglich an jeder... Hatte ich das schon probiert? Ob das an jeder Statue täglich geht? Oder ob das insgesamt halt nur täglich geht? Ich glaube, es geht insgesamt nur täglich. Wo bin ich denn hier jetzt eigentlich? In irgendeinem sehr dichten Wald, der auch als irgendeine Bucht gekennzeichnet ist auf der Map. Also so eine Einbuchtung. Ich glaube, hier sollte ich mich aber trotzdem vorsichtig umschauen. Auch wenn hier gerade nur Kräuter zu sein scheinen, hier ist sicherlich noch irgendwas anderes. Oder nicht? Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Also ehrlich gesagt... Ehrlich gesagt würde ich mich sehr darüber freuen, weil es ist... Ich sehe es tatsächlich nicht so häufig. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung, ich finde es schön, wenn einfach auch mal so eine Buchtung ist oder so ein kleiner Ort, in dem wirklich einfach nichts ist, der aber trotzdem einfach schön ist und auch seine Daseinsberechtigung hat. Also ich sehe hier zumindest nichts. Vielleicht ist hier irgendwann später mal irgendwas oder so, aber... Aber jetzt gerade scheint hier wirklich einfach nichts zu sein, deswegen... Mit erhobenem Haupt entferne ich mich von dieser Bucht. Und schaue mir die Brücke da oben an. Das wird wahrscheinlich jetzt wirklich mal wieder der Tod des namenlosen Helden sein. Was jetzt lange nicht der Fall war, aber... Ist dann auch halb so wild. Der See, wie gerne ich da drin tauchen würde und mir einfach angucken wollen würde, was... sich auf dem Grund davon noch alles befindet, weil ich wette, da liegt irgendwo irgendein heftig geiler Schatz. Aber ich mag es gerade nicht riskieren. Okay, nochmal speichern. Oh, das ist eine Kriegskeule. Da hätten sie einen Snapper, und zwar nicht nur einer. Kriegskeule kann ich wahrscheinlich entweder nicht tragen oder ist scheiße. 50-50 kann ich nicht tragen, ne? Nein, 35, okay. An oder unter oder hinter diesem Wasserfall ist ganz sicher irgendwas. Generell in diesem See, ich wette, da ist was versteckt. Okay, wir haben da hinten irgendwelche Ruinen. Und da drei Snapper. Die drei Snapper werde ich jetzt mal kurz versuchen zu umgehen. So, jetzt nicht fair safe stehen. Nur um noch einmal zu sehen, ob ich hier denn irgendwo hin kann. Hi. Grimbald. Schon wieder eins von diesen Biestern. Oh, da hilft mir. Hat er den gerade geone-shottet? Den Snapper? What? Ja, dann kommt mal her hier, Freunde. Kommt, kommt. Grimbald. Grimbald. So, das war's mit dir, du Mistkind. Krass. Ich nehme mir auf jeden Fall den Loot mit. Die EP kannst du gerne haben, Grimbald. Danke. Hi. Wartest du auf jemanden? Ich bin auf der Jagd. Das sieht man doch. Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber ich will mal nicht so sein. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Crawlerplatten nehmen. Ja, warum nicht? Mein Crawlerplatten sitzen den Biestern ziemlich fest auf dem Körper. Aber mit einem scharfen, stabilen Gegenstand bekommt man sie ab. Bring mir das Jagen bei. Du kannst schon alles, was ich dir beibringen könnte. Tja. Dann bist du halt ein weiterer NPC, der hier einfach rumsteht. Stört mich jetzt aber auch nicht. Wie viele Lernpunkte habe ich jetzt noch? 12, scheiße. Na gut. Nochmal speichern. Können wir wenigstens jetzt auch meinen Crawler... entrüsten. Oha, hier geht's jetzt zurück. Ja, das ist ja schön. Dann haben wir jetzt einen schließenden Weg gefunden, der mich dann jetzt gleich hoffentlich wieder zurück in die Stadt bringt.
Dann nutze ich den Augenblick und schaue mich hier um. Also ich könnte jetzt natürlich unten nochmal an den See gucken gehen. Das wollte ich ja eigentlich ohnehin machen. Mache ich auch. Aber wenn jetzt schon mal die Snapper hier wechseln, dann kann ich mir, auch wenn ich es nicht überleben werde, höchstwahrscheinlich, aber dann kann ich den Moment jetzt auch nochmal nutzen, um einfach mal zu gucken, wo mich das da hinten hinführt und was da für ein großes Biest auf mich wartet. Was hier auf der Karte Goblinbären verzeichnet ist. Und ich nehme auch sehr gern diese Steintafel nochmal mit, in der Hoffnung, dass sie mir meine Geschicklichkeit erhöht. Aber sie erhöht stattdessen meine Magie. Aber 3, das ist nice. Magie plus 6, damit kann ich leben. Also ich zaubert's nun, nicht? Weil ich nur Spruchrollen habe und die verbrauchen. Oha. Ob ich den auch locken kann, dass der mir folgt bis zu Grimbald? Hi. Also ich glaube nicht. Fuck. Also ich will es nochmal probieren, aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich das Angebot dann annehme, weil selbst wenn Grimbald ihn killt, und das scheint durchaus möglich zu sein, weil Grimbald echt heftig stark ist, will ich das trotzdem nicht, weil ich glaube, für dieses Vieh will ich mir irgendwann meine EP holen. Weil das... Naja, wie soll ich sagen? Ich glaube, das bringt viel EP. Aber da jetzt gleich auch einfach sagt, falls er es schafft, ihn zu killen. Oh, schon wieder eins von diesen Viechern. Mimimimimi. Bisschen schieße ich mit drauf. Oder hat er noch nicht so viel Schaden? Na komm. Wie viel AP hat Grimbald noch? Oh. Der hat Grimbald runtergeworfen. Aber Grimbald hat ihn schon zur Hälfte gekillt. Ist Grimbald jetzt tot? Nee. Grimbald kommt wieder. Ne, er schwimmt weg. Da ich glaube, wenn das nicht so ungünstig verlaufen wäre, hätte das sogar wirklich funktioniert mit Grimbald. Aber der schwimmt jetzt keine Ahnung wohin, der schwimmt unter die Brücke. Wahrscheinlich ist seine KI nicht so programmiert, dass sie zurück an diesen Platz finden kann. Also ich wüsste zumindest jetzt gerade nicht, wie man von hier aus wieder hochkommt. Von daher, ich fühle mit dir, Grimbald. Wo auch immer du dich hin verirrt hast. Wo ist denn der? Grimbald? Grimbald? Tja, und er wird nie wieder gesehen. Gut, laden wir. Aber ich hätte die Minute natürlich ausnutzen können, einfach zu looten, was da hinten liegt. Ich sehe einen Trank. Und eine fette Armbrust. Moment mal. Wenn ich den hier ein bisschen rauslocke. Ich muss ihn ja nicht killen. Wenn ich ein bisschen rauslocke und vielleicht wirklich mal den Kram da hinten looten kann. Vielleicht ist das diese Armbrust, die dieser eine Dude da gesucht hat. Es gab doch den einen Dude, der hat eine Armbrust gesucht. Und da steht doch eine Armbrust. Ne, das ist keine Armbrust, was da steht. Was steht denn hier? Folteraxt. Oh Gott, der kommt wieder. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig.
Ich wollte gerade sagen, so funktioniert es nicht. Okay, Versuch Nummer 2. Ich komme hier irgendwie raus. Irgendwie komme ich hier raus. Ich muss ihn nur austricksen. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. So, was auch immer das für ein Ring war. Und ich habe die Steintafel und so weiter. Bla bla, ich habe alles. Alles, was mein Herz begehrt. Der folgt mir nicht mehr. Tja, das war ein Abenteuer. Ausgetrickst habe ich ihn, gekillt kriege ich ihn dann hoffentlich später. So hier, Folter-Axt, 125, 125. Aber ist tatsächlich immer noch schwächer als dieser Ork-Schlechter, den ich mal irgendwo gefunden habe kürzlich. Aber was ist das für ein Ring? Der hat sehr geleuchtet. Ist das für ein Moment. Also ich habe aktuell Geschicklichkeitsbonus 3. Und dieser, achso, der Ring, ja. Was haben wir hier? Mana 10, Schutz vor Feuer 5, Schutz vor Fallen 5, Schutz vor Fallen 10. Der Überseehändlergilde Axos. What? Okay. Mittel der Kraft. Kann ich das hier zusätzlich ausrüsten? Ja. Warum nicht? Aber noch ein Ring nicht, ne? Nee. Okay. Gut. Jetzt ist die Frage, schaue ich mich jetzt am See nochmal um oder nicht? Oder gehe ich langsam einfach auf dem schnellsten Waldweg zurück nach... Hieß die Stadt Korinnes oder Korinnes das Land? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Korinnes heißt die Insel. Ja, doch, Korinnes war die Insel. Dann habe ich leider über die Zeit, die ich jetzt Pause gemacht habe, vergessen, wie... Oh, nicht mal ein Bonus. Wie die... Gut, dass ich noch weiß, was ich sagen wollte. Wie die Stadt heißt. Irgendwas mit M, oder? Boah. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Namen der Stadt vergessen. Schade, schade. So, Kumpel-Lurker. Wow, nice. Das hat super funktioniert. Scheiße. Mann, wieso stelle ich mich denn so an? Julia, hör aber auf. Okay, die beiden da unten schaffe ich sowieso nicht gleichzeitig. Deswegen frage ich mich jetzt gerade, gehe ich lieber einfach erstmal zurück in die Stadt? Ich glaube, das erscheint mir ganz sinnvoll. Bevor ich hier noch all meine Items verbrate und dann, wenn ich in der Story irgendwann mal voranschreiten will, mich gar nicht mehr heilen kann. Ich habe jetzt einen Safe State gesetzt und ich... Okay. Was passiert? Ich wollte sagen, ich kann ja nochmal gucken, ob jetzt da am Wasserfall vielleicht einfach noch irgendwo ein kleiner Looterich ist. Aber wenn nicht, lade ich mich einfach wieder zurück an die Küste und dann gehen wir durch den Wald zurück in Richtung Stadt. Ich wette, hier irgendwo auf dem Grund ist... Ja, hier muss irgendwo was sein. Und wenn nicht hier, dann irgendwo in der Mitte vom See. Aber da können wir eigentlich drauf wetten. Na gut, aber hier scheinen wir echt nicht. Was mich sehr überrascht. Ist auch generell gerade irgendwie nichts, was mich sehr überrascht. Auch hier nicht. Gar nichts. Absolut nicht. Das ist ja wirklich crazy. Was ist das denn für ein See? Lootloser See. Tja, wie ernüchternd. Gut, dann brauchen wir unsere Zeit mit dem See nicht verschwenden. Aber irgendwo auf dem See ist 100 Pro. Also wirklich, ich glaube fest dran. Nur halt nicht da, wo ich jetzt geguckt habe. Da rechts um die Ecke wäre auch noch was, aber...
Wollen wir hier jetzt erstmal nicht unsere Zeit vergeuden. Wir müssen hier bestimmt eh später nochmal hin oder gehen hier bestimmt später nochmal hin, weil ich den schwarzen Troll irgendwann erlegen werde oder möchte und weil... Ja, weil halt. Bestimmt muss ich hier zu Grimbald auch irgendwann nochmal. Der steht ja bestimmt auch nicht einfach nur so hier rum und kann mir das Jagen beibringen. Also kann natürlich auch sein, aber würde mich irgendwie wundern. Das wäre ja dann fast schon wie... Nee, auch Cavalorn war nicht... war in Teil 1 nicht einfach so da. Hier haben wir Mole Rats. Krass. Von euch habe ich lange nichts gehört. Na komm. Krasser Scheiß. Aber mal wieder ein bisschen rohes Fleisch. Sehr gern. Kann man braten. Wer hätte das gedacht? Aber wer weiß, was hier noch so für Gefahren Gefahren auf uns lauern. Ich würde sagen, diese Überraschung überlassen wir dem nächsten Part, was dieser Wald, dieser große, große Wald noch so birgt. Und wir sehen uns dann wieder. Auf Wiedersehen.